Gastritis. Zeternussöl für die Gastritis. Oder genau für die Gastritis. Ja, viele Menschen haben Magenprobleme. Die haben Gastritis, Magengeschwüre oder noch etwas mit Magen, Lebensmittelunverträglichkeit. Was ist das Problem? Erstes ist Problem steckt im Schleimhaut. Die Schleimhaut vom Mund bis Magen bei vielen Menschen ist nicht in Ordnung. Und da braucht man einfach viel mehr Unterstützung. Und diese Unterstützung kann dir bieten Zeternussöl. Wenn du Zeternussöl im Mund nimmst, langsam im Mund erst hältst und dann langsam schluckst du, ohne dass du nachtrinkst, verteilt das sich über Schleimhaut im Mund, dann Speiseröhre und dann Magen und bringt die Schleimhaut alles, was sie dazu braucht. Und im Zeternussöl sehr großer Anteil an Vitamin E, Omega 3, Omega 6, Omega 9, Vitamin D3, Vitamin K, Vitamin P und sehr viele Mikroelemente. Es ist wirklich sehr bekannt, dass Zeternussöl innerhalb von ein paar Tagen baut komplette Schleimhaut, aber perfekt. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr gut, wenn wir Zeternussöl bei solchen Problemen nehmen und über mehrere Wochen. Weil es ist nicht nur bloß Schmerz, soll man reduzieren, sondern wir sollen aufbauen. Wir sollen schauen, dass der Körper richtig aufgebaut ist, Schleimhaut komplett gesund, regeneriert ist und dann wirklich ganz gut funktioniert. Zeternussöl mit Xanthan ist auch sehr empfehlenswert beim Gastritis oder Magengeschwür. Oder Zeternussöl mit Mumioe ist super empfehlenswert. Das ist zum Beispiel Zeternussöl mit Monarde, auch gegen schwarze Schimmelpilze, wenn es zum Beispiel Pilze im Körper. Das ist auch unterstützende Wirkungen hat, weil es ganz einfach, die Zeternussöl ist ganz normale Lebensmittel, welche unsere Körper, unsere Zelle sofort annimmt, weil es ist so perfekt an sie angepasst, dass das Körper nicht so viel Arbeit damit hat. Da ist Aminosäure in so eine Kette, dass das sehr leicht aufnahmefähig und vom Ersten, es gibt nur einzige Substanz auf der Erde, pflanzliche, lebendige, welche hat alles in so ein Gleichgewicht, wie unsere Zelle, unsere Körper braucht. Und das ist Zeternussöl. Ich weiß, dass es gibt immer noch sehr wenig Informationen, das sage ich immer wieder, aber bin ich vielleicht dafür, sag mal, zuständig, das dir immer wieder bewusst zu zeigen, dass es gibt so einen Samen auf der Erde, lebendige Samen, welche dir helfen kann. Und helfen in dem Bereich, dass dir gibt Nahrung deinem Körper und Heilung macht dein Körper. Vergiss nie, Heilung macht keine Lebensmittel, keine Nahrungsergänzung. Es macht nichts und niemand, kein Arzt, sondern du selbst. Und Unterstützung kann man bekommen aus unterschiedlichen Ecken und unterschiedlichen Formaten. Ja? Und das ist Zeternussöl, kann dabei sehr gut helfen. So, ich wünsche dir vom ganzen Herz sehr, sehr viel Freude damit. Und Zeternussöl, wenn mehr Informationen, du kannst gerne meinen YouTube-Kanal schauen. Ansonsten es ist so, dass Zeternussöl-Einnahme soll man machen beim Erwachsenen 3 Teelöffel am Tag, beim Kinder 2 Teelöffel am Tag. Und dann hast du wirklich alles, was dein Körper braucht, und alles, was dein Gehirn braucht. Und das ist wichtig. Dein Gehirn und dein Leber braucht Fette, gesunde Fette. Deswegen achte bitte darauf. Alles Gute, alles Liebe dir. Ciao.